Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Heuk unterwegs, zu einer neuen Folge von Heuk unterwegs. Und das ist ein ganz besonderes Heuk unterwegs, denn es geht nach England. Nicht etwa mit dem Flugzeug, sondern mit der Bahn. Das ist schon mal das erste Besondere. Da bin ich sehr gespannt. Eurotunnel von Brüssel. Mal gucken. Und dann gibt es eine Besonderheit, dass ich nicht mit dem Campermobil unterwegs bin, sondern mit einem ganz normalen Auto, aber trotzdem durch die Landen fahre, sozusagen eine kleine Papptour. Also, das wird sehr spannend. Herzlich willkommen, ich nehme euch mit, freue mich, dass ihr dabei seid. Zug weiter nach Brüssel. Im Moment ist hier alles unfassbar pünktlich. In der Hannover sogar 4 Minuten zu früh. Das ist auf Dauer nicht erlebt. Ja, bin sehr gespannt. Das wird vielleicht eine sehr aufregende Sache, mit diesem Eurostar durch den Tunnel zu fahren, noch nie gemacht. Mal gucken, ob es alles klappt. Aus dem Nichts über 20 Minuten Verspätung. Hinter Bielefeld, irgendwie eine halbe Stunde vor Hagen, hieß es dann plötzlich Signalstörung und dann standen wir vor der Strecke. Ja, das wiederum hat zur Folge, dass der Zug in Köln nach Brüssel vermutlich nicht erreicht werden kann. Da gab es nämlich nur eine Umsteigezeit von 18 Minuten. Und da wir jetzt schon 20 Minuten plus haben, ist der Drops wohl gelutscht. Aber Brüssel selbst. 4 Stunden Aufenthalt habe ich extra so gelegt, weil ich schon sowas ahnte. Vielleicht fährt er jetzt auch ein bisschen schneller. Und der Zug nach Brüssel wartet vielleicht auch, kann sein. Auf der anderen Seite hier so zwischen Hagen, Dortmund und Köln ist halt nicht mehr viel Strecke, wo man mit ordentlich Gas geben ja noch ein bisschen Zeit aufholen könnte. Insofern, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja, 24 Minuten Verspätung, aber auch der Zug nach Brüssel hat Verspätung. Insofern alles entspannt, alles wieder im Zeitplan. Ja, insgesamt jetzt also doch nur, möchte man sagen, mit 10 Minuten Verspätung in Brüssel angekommen. Es gibt hier keine Fahrstühle. Ich habe jetzt keine Lust, meinen riesen Koffer hier diese Treppe hinunter zu schleppen. Ja, mal gucken. Wir haben Köln mit irgendwie 10, 12 Minuten Verspätung verlassen. Glücklicherweise war also auch der Anschlusszug ein bisschen zu spät. Letztendlich habe ich jetzt noch reichlich Zeit, bis es nach London geht mit dem Zug. Aber insgesamt hat es gut geklappt. Nachdem wir ein bisschen Panik hatten irgendwie. So, alles gut, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Und ist halt ein Bahnhof. Ja. So. So, jetzt habe ich erstmal den riesigen Koffer eingeschlossen. Es gab natürlich ein kleines Problem, denn die, also man tippt irgendwie eine Nummer ein, bezahlt und dann wird einem angezeigt, in welchen Locker, in welche Box man sein Gepäck packen kann. Dummerweise wurde das nicht angezeigt, es kam eine Fehlermeldung, Geld wurde aber abgebucht und ich hatte plötzlich die Box nicht. Gut, aber Telefonnummer steht dran, angerufen, hat alles super geklappt und der Typ sagte mir, ja, ist die Nummer sowieso und dann konnte ich das reinpacken. Hoffentlich kriege ich mein Gepäck nachher wieder. So. Nachher geht es weiter hier in Brüssel, da wir nach London wollen. Hier ist schon mal ein bisschen London-Atmosphäre. Channel Terminal heißt das Ding. Und da geht es dann nachher auch durch. So wie so eine Art Zollkontrolle oder Ausweiskontrolle.
Das gucken wir uns nachher ein bisschen genauer an, wie man von Brüssel sich sozusagen schon mal eincheckt in London. So, da ich ja klugerweise ein bisschen Puffer eingeplant habe, ganze 4 Stunden, was gar nicht nötig gewesen wäre, aber man weiß ja nie, kann man jetzt noch ein bisschen durch Brüssel laufen. War ich noch nie, gucken wir mal, was hier so Schönes gibt. Offenbar nicht so die attraktivste Ecke von Brüssel. Überall Autos. Parken ohne Ende. Und naja. Gibt es in der Bahnhofnähe? Keine Ahnung. Interessant. Gut, das ist ja gerade so ein bisschen Amsterdam-Vibes hier. Großer Platz, großer Markt, ist die U-Bahn-Station da drüben gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe und richtig verstanden habe. Und das scheint wohl der zugehörige Platz zu sein. Börse. Souvenirs, ja, gibt es ja überall. Und manchmal wirklich sehr merkwürdige Souvenirs und Dinge, wo man sich denkt, wer zum Geier kauft das? Wofür steht Brüssel zum Beispiel? Natürlich für das Atomium zum Beispiel. Oder natürlich für das Mannequin Piss. Das möchte man unbedingt als Flaschenöffner haben. Nach einer sehr amtlichen Portion belgischer Fritten ging es dann wieder auf dem Bahnhof Richtung Channel Terminal, um mit dem Zug nach London zu fahren. Ich sage ja Flughafen. Duty Free Shop auch noch. Ja, das ging aber echt fix. Zweimal den Ausweis vorgezeigt, einmal an der belgischen Grenze sozusagen, dann an der englischen Grenze, hier auf belgischem Boden. Ja. Und jetzt warten wir darauf, dass der Zug losgeht. Und überall Tim und Struppi. Tintin, wie er hier im Original heißt. Alle sind panisch aufgestanden und rennen jetzt zum Zug. Belgisch-französische Grenze überstanden. Und ja, der Zug ist jetzt quasi auf dem Weg zur Küste und dann wird es irgendwann in den Tunnel gehen. Ich habe keine Ahnung wann, ich weiß nicht, wie schnell das geht. Mal gucken, ob ich es mitkriege. Tja, und plötzlich war es dunkel. Und
bist im Tunnel. 50 Kilometer lang, 160 Kilometer pro Stunde, fährst jetzt der Eurostar durch den Tunnel. Na denn, herzlich willkommen in London. Nach einem doch relativ langen Ritt, der ja jetzt nicht sonderlich anstrengend im Sinne von war, aber halt dann doch lang, ne? Das muss man ganz klar sagen. Sind wir jetzt wirklich über den reinen Landweg von Berlin nach London gereist? Und das auf eine sehr bequeme Art und Weise, ohne großartig Hektik zu haben. Das ist bemerkenswert. So, dann gucken wir uns London noch ein bisschen an. Sweet home, würde ich mal sagen. Dezent und sogar ein Dachfenster. Feueralarm. 9:30 Uhr abends oder sowas. Was ist denn jetzt los vom Donnerwetter? Erstmal Schuhe anziehen in aller Ruhe und gucken, was Phase ist. Dann gehe ich jetzt erstmal runter und gucke, was los ist. So, jetzt stehen wir ja da draußen. Rauch sehe ich nirgendwo. Naja, mal gucken. Vielleicht hat einer geraucht im Zimmer. Oder irgendein Trottel hat statt dem Türöffner den Feueralarmknopf gedrückt. Man weiß es nicht. Ja, jetzt hat aber jemand offensichtlich schon mit irgendjemandem telefoniert. Mal gucken, was jetzt hier los ist. So, wieder zurück im Zimmer. Natürlich Fehlalarm. Aber so haben wir noch mal kurz ein bisschen frische Luft geschnappt, ne? Und jetzt geht's zurück ins Bett. Zieh mich wieder aus. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem sonnigen Sonntagmorgen in London. Ja, erste Nacht gut überstanden. Jetzt heißt es ausgecheckt, haben wir schon. Und jetzt heißt es Auto abholen. Dafür fahren wir gleich mit dem Zug zum Londoner Flughafen Gatwick. Weil hier in der Stadt zu mieten ist unfassbar teuer. Das ist an den Flughäfen einfach günstiger, warum auch immer. Und genau. Jetzt heißt es aber erstmal ein kleines Frühstück zu sich nehmen. Ein Meal Deal sozusagen. Einfach hier so bei Sainsbury Local oder sowas. Ein kleines Sandwich kaufen. Orangensaft dazu, fertig ist der Lack. Und dann lade ich direkt zum Bahnhof. Und dann geht's mit dem Auto durch Südengland. Ich nehme euch mit. Ja, und hier von King's Cross bzw. St. Pancras geht's denn jetzt Richtung Gatwick. Aber vorher wird jetzt erstmal schön gefrühstückt. Ne? Sandwich, Packung Chips oder Schokolade. Gibt's dann immer so ein Meal Deal dazu und ein Getränk. So, das da hinten St. Pancras, hier King's Cross. Willkommen in London. Wenn man schon am Bahnhof King's Cross ist, und man kann ja von J.K. Rowling halten, was sie will. Sie hat da wirklich ein fantastisches Franchise geschaffen. Harry Potter. Ja. An der Plattform 9¾. Ganz viel Krimskrams. Und da kann man sein ganzes Geld ausgeben. Ja. Und hier drüben kann man anstehen. Und das tun viele Menschen.
um ein Foto zu machen. Mit Schal und dem komischen Wagen, um sein Gepäck auf Gleis 9 3 Viertel zu bringen. Gut, das lassen wir jetzt alles. Wir stehen hier ein wie die Bekloppten. Und deswegen, ja, wollte ich nur mal gesagt haben, auch das ist natürlich London pur. Weiter geht's mit der Zugreise, mehr oder weniger. Wie gesagt, von St. Pancras geht's jetzt mit einem Zug, Thameslink, Themsen-Verbindung sozusagen, Richtung Brighton, zum Flughafen Gatwick. Und das Ding fährt 45 Minuten, relativ fix also unterwegs, und am Flughafen Gatwick besorge ich dann das Auto. Und dann geht der Urlaub eigentlich erst so richtig los. Ja, so ganz ohne Flughafen geht es dann scheinbar doch nicht. Also, aus London jetzt mit der Bahn hergefahren nach Gatwick Airport. Da sind wir jetzt. Und werde jetzt hier gleich das Auto in Empfang nehmen. War jetzt ein bisschen Gerödel irgendwie, wenn man hier mit der Bahn ankommt, steht nicht wirklich sofort dran, hier geht es zur Autovermietung. Das ist logischerweise eher immer aus Richtung Flughafen ausgefiltert und nicht aus der anderen Richtung sozusagen. Deswegen war das ein bisschen gewurschtel. Hab dann aber beim Informationscenter gefragt und war überhaupt kein Problem. Offensichtlich bin ich jetzt hier richtig. Wir haben jetzt diverse Fahrstühle. Da geht es nach unten und dann wird das Auto in Empfang genommen und endlich geht es dann auf die Straße. Okay, Sixt am Gatwick Airport zu finden ist gar nicht so leicht. Wenn man es dann weiß, ist es dann doch wieder einfach. Einfach ins Hilton Hotel gehen, da ist unten in der Lobby das Büro. So, bestellt habe ich einen kleinen VW Polo. Bekommen habe ich einen Peugeot 308. Kleines Upgrade bekommen, wahrscheinlich haben sie nichts Kleines gehabt. Immer die kleinen Autos bestellen. Die haben die sowieso nicht da und kriegst ein Upgrade. Ich habe es noch nie anders erlebt. Schöne Farbe. Guck mal hier, voll das Grün. So. 297 Meilen bisher runter, das ist ordentlich. Voll fancy. Oh mein Gott. Okay, gut. Also, wie gesagt, falsche Seite, falsches Lenkrad, alles falsch. Aber ist ja nicht das erste Mal für mich. Insofern wird das schon schief gehen. Und dann geht's los Richtung Süden nach Winchester. Ist die erste Station, die ich mir ausgesucht habe. So, endlich mal richtig nur linke Spur fahren. Ja, tatsächlich kaum runter vom Parkplatz. Am Hilton irgendwie gleich Kreisverkehr. Das ist ja immer der Endgegner, ne? Kreisverkehr in England. Aber auch das ging dann dank freundlicher Anweisungen. Jetzt sind wir hier auf der M23 unterwegs und fahre jetzt ganz gemütlich. 70 Meilen pro Stunde sind eigentlich erlaubt. Ich fahre hier mit knappen 60. Reicht erstmal, um sich an dieses Auto zu gewöhnen. Das scheint aber ein recht nettes Fahrzeug zu sein und macht Spaß. Ja. Und ja, jetzt fahren wir erstmal entspannt auf der Autobahn lang. Läuft alles. Ja, das ist also das erste Übernachtungsdomizil. The Cricketers Inn. Pub und gleichzeitig auch kleiner Gasthof, Hotel, was auch immer. Das ist nicht das Zimmer, um die Ecke. Aber da oben im ersten Stock, da sind die Zimmer. Zimmer Nummer 1 im ersten Pub, das wir gebucht haben. Kommen wir sogar mit 3 Betten hier. Sehr süß. Tatsächlich ein altes Gebäude. Man merkt es an allen Ecken und Enden. Aber es macht trotzdem Spaß. Sieht gut aus. Und hier war früher der Kamin. Ist aber jetzt zugemacht. Schöner Raum. Das ist hier das Badezimmer. Sehr geräumig, muss man wirklich sagen, für einen kleinen Raum. Naja, was man halt so braucht. Und das ist dann hier der Blick aus dem Fenster zum Hof. Ja, hinter dem kleinen Campermobil, was da steht dann auch das Auto. England. Alle Klischees vertreten, es regnet. Wenn auch nur ein bisschen. Ich bin jetzt hier an der Winchester Cathedral. Gut, die ist jetzt dahinter, man sieht sie gerade gar nicht. Auf alle Fälle ein bisschen alte Gemäuer angucken, das ist ja immer eine schöne Sache.
wollte eigentlich zu irgendwelchen Ruinen, aber ich bin falsch abgebogen. Deswegen bin ich jetzt erstmal hier an der Kathedrale in Winchester. Oh, da kommt sie. Schönes, sattes Grün auf dem Rasen. In England ist sogar der Klingelbeutel digital. Alles mit Karte, alles mit Elektronik-Cash. Bargeld will hier kein Mensch mehr sehen. Kein Bargeld. Bei uns zu Hause wirst du verhauen, wenn du mit Karte bezahlen willst. Nun ja. Es steht zumindest dran, Jane Austen hat hier ihre letzten Tage verbracht in diesem Haus. Starb am 18. Juli 1817 und offenbar die letzten Tage hier in dieser Hütte. Naja, das ist keine Hütte, das ist schon ein ordentliches Haus. Ja, bin weiterhin hier unterwegs in Winchester und mir jetzt wie gesagt nochmal so zwei, drei Ruinen eines alten Schlosses angucken. Aber die Stadt selber, wirklich sehr schön. Sehr schöne Gebäude, sehr schön altes Zeug, eine tolle Main Street, eine High Street mit vielen tollen Geschäften. Da kann man wunderbar bummeln, sehr spannenden alten Gebäuden. Wie gesagt, die Kathedrale haben wir uns eben angeguckt. Und jetzt, wie gesagt, zu diesem Schloss.